Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesischer Marsch hier. Vierfach Map, ihr wisst es, 2-0 ohne Gräben. Ich bin immer noch versucht zu sagen 1-9. Ich weiß nicht, warum das so in meinem Kopf drin ist mit der 1-9. Ich habe, glaube ich, sehr lange auf der 1-9 gespielt. Wir sind dabei hier. Bringen gerade nochmal die letzten Rinder zum Schlachthof. Und entladen die. Dann sind wir mit Rindern auch erstmal durch. Und wir sind auch bald mit Ballenpressen durch. Und ich wollte was gucken. Ich wollte was gucken bei den Mods. Bei den Mods wollte ich was gucken. Und zwar bei der Ballentechnik. Ich habe ja das Kuhn-Pack drauf. Aha. Stimmt ja. Ihr fragt euch jetzt, warum ich das jetzt kaufe, ne? Damit ich nachher das Sammeln automatisieren kann. Das Ballen sammeln, damit wir damit, dass ich gar nichts mehr machen muss. Und vor allem, damit ihr da nicht so lange zugucken müsst, wie ich hier immer hinterher fahre mit dem Ballen sammeln. So. Und deshalb fahren wir nämlich immer jetzt mal zum Hof. Ah, der ist ein bisschen groß, glaube ich. Dafür. Den da. Ja, natürlich doof, ne? Wenn man nicht fahren kann, so wie ich. Wenn man zu früh einlenkt und dann direkt noch gegen den Hallenpfeiler fährt. Ist natürlich selten dämlich. Big M hat die Aufgabe erledigt. Sehr schön. Damit fahre ich mal runter zum Rinderhof. Ich will mir was ausprobieren. Das dauert dann zwar auch ewig, alles, aber ihr habt damit nichts zu tun. Das läuft dann komplett automatisch. Kann ich dann wahrscheinlich mir eher zwei, also noch zwei davon kaufen, wenn das gut funktioniert.
den in groß, so mit 30 Ballen Kapazität oder so. Was muss ich denn da machen? Müssen wir gleich mal schauen. Das ist übrigens das Coole. Hier links ist ja nicht mehr das Inspect-Plugin da oben, sondern es läuft ja über das Multi-Overlay hat. Und wenn ich dann das F1-Menü aufmache, dann wird das praktisch einfach ausgeblendet. Das wechselt dann also hin und her und wird nicht nach unten geschoben. Damit, wenn das funktioniert, kann ich es nämlich komplett automatisieren, das mit den Ballen. Dann brauche ich mich da nämlich gar nicht mehr drum zu kümmern. Arbeitsstellung. So. Mal schauen. Dieser Ballen wird nicht unterstützt. Na super. Voll für den Arsch. Das ist ein Mod? Das war kein Mod. Okay. Na gut, muss ich gucken, was ich dann mache. Dann eben nicht, dann bleibt er eben jetzt hier erstmal so stehen. Da muss ich mich dann später mal drum kümmern, ob ich den Mod dann ändern kann oder so. Oder ob es dann einen passenden anderen Mod für gibt. So, Abfahrer entlassen. Das Menü kann weg. Gibt es hier einen Überführungskurs von den Rindern zum Lager? Nehmen wir den mal. Hat die Aufgabe erledigt. Ja, das ist doch schön. Fahrer entlassen. Irgendwo kann man doch auch eigentlich.
Jetzt müssen wir mal eben gucken, wo wir denn jetzt hinfahren zum... Ja, auf Feld 15 würde ich sagen. Hier noch verkaufen. Ich wollte noch Ballenlager verkaufen. Wir haben aber auch schon viel. Kerschächte sind durch nichts zu ersetzen. Außer durch noch mehr Ackerschächte. Ich hoffe, dass es jetzt das Richtige war. Ja, war das Richtige. Okay. Ja, einfach mal hier rüberfahren. Grasfeld 15. Achso. Dann die 115. Startposition, aktuelle Fahrzeugposition, Vorgewende möchte ich 2 haben, aber danach Weich, ja. Das Ganze Gras 15. Startpunkt. Einschalten, Ballen wickeln, aus. Und dann können wir ihm hier sagen. Ja, ihr habt's gehört. Zeit ist schon wieder um.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich für jeden Kommentar, jedes Like, jedes Abo und ja, würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet zur nächsten Folge Let's Play LS17. Morgen, am Donnerstag. Und in diesem Sinne sage ich dann jetzt schon mal ciao. Bis dann.